Hallo, hier ist wieder Katrin Kilian von Videomarketingstrategien.com und es geht weiter mit unserer Tutorial-Serie zum Thema Sparkle. Ich lade mal wieder die Arbeit, die wir letztes Mal beendet haben, und heute zeige ich dir, wie du in deine Videos Musik einfügen kannst. Sparkle bietet uns da schon eine ziemlich große Vorauswahl. Dort kommst du hin über diesen kleinen Button mit den zwei Noten drauf. Und hier finden wir schon eine ganze Menge Musiktitel, die wir nutzen können. Und anhören kannst du dir die, also vorhören über den kleinen Pfeil hier. Da kann man also schon mal reinhören, was man da bekommt. Ich mache das mal kurz weg, damit das wieder anhält und ich hier in Ruhe reden kann. Diese ganzen Titel sind sortiert nach Stimmung, von calm to heavy, also von ganz sanft zu ganz heftig. Und dementsprechend findest du hier oben eher die langsamen und ruhigen Titel und wenn du weiter nach unten scrollst, die ja, lockeren und dynamischeren sozusagen. Okay, eine andere Möglichkeit, die Titel zu sortieren, ist hier auch nach dem Alphabet. Das heißt, wenn du schon einen bestimmten Titel mal ausgewählt hattest und den schneller wiederfinden möchtest, dann geht das über die alphabetische Sortierung. Oder du kannst auch nach der Länge sortieren. Das passt ganz gut, wenn du die Musik der Länge deines Videos anpassen willst. Wie lang dein Video ist, das findest du hier. Ich klicke das mal weg. Das findest du hier. Hier unten in der Ecke steht die Länge. Meins ist also jetzt gerade 1 Minute und 15 Sekunden lang. Das hängt ja auch davon ab, wie lang immer diese einzelnen Szenen dann sind, wie lang die gezeichnet werden, wie viele Szenen wir haben und so weiter. Also die Gesamtlänge von dem Video findest du hier. Und dementsprechend könntest du jetzt hier einen passenden Musiktitel von der Länge her auswählen. Die sind ja jetzt natürlich nicht nach der Stimmung sortiert. Das heißt, du müsstest die wieder alle durchhören, um was Passendes zu finden. Und das ist alles immer ein bisschen mühsam. Das ist aber bei Musik so, weil man es nicht mit einem Blick erfassen kann, sondern man muss da immer reinhören. Aber die Zeit sollte man sich nehmen, weil das Video natürlich gerade durch die musikalische Untermalung sehr aufgewertet werden kann, aber auch genau das Gegenteil passieren kann, dass nachher irgendwie das alles nicht mehr stimmig ist, weil die Musik nicht so gut dazu passt. Eine andere Möglichkeit, hier einen Titel zu laden, besteht wieder übers Internet. Das heißt, hier kannst du einfach eine Webadresse angeben und dann wird darüber passende Titel geladen. Oder du lädst etwas von deiner Festplatte, das geht dann wieder über diesen Button und kannst hier dann bestimmte Titel laden. Wenn du einen bestimmten Titel mehrfach wiederholen willst, weil er viel kürzer ist als dein Video oder wenn er sowieso eine Endlosschleife ist, dann setzt du hier bei Loop Soundtrack ein Häkchen und dann wird der Titel einfach so oft wiederholt, bis das Video zu Ende ist und am Ende durchgelaufen wird. Am Ende durchgelaufen ist. Ich würde jetzt mal einen Titel von meiner Festplatte laden und dafür zeige ich dir mal kurz noch, wo du Titel, Musikstücke herbekommen kannst. Ich habe auf meiner Webseite videomarketingstrategien.com da einige Infos zusammengestellt. Du kannst jetzt hier im Video direkt mal an diese Stelle klicken, wenn du dir das anschauen willst. Oder ich setze den Link aber auch unter das Video, dass du das nachher nochmal anklicken und dir anschauen kannst. Hier habe ich Infos zusammengestellt zum Thema GEMA-freie Musik, lizenzfreie Musik, kostenlose Musik. Lizenzfrei und kostenlos heißt nicht, dass du das einfach grundsätzlich überall verwenden kannst, sondern es ist nur eine GEMA-freie Musik. Es kann aber sein, dass es eine andere Lizenz ist. Es gibt ganz viele verschiedene da. Da muss man sich in Ruhe ein bisschen mit beschäftigen. Wenn du dich da mal so ein bisschen reinlesen willst, dann empfehle ich dir halt hier mal die Artikel auf meiner Webseite anzuschauen. Auch wenn Musik lizenzfrei angeboten wird, heißt das nicht, dass du die einfach für alles Mögliche verwenden kannst. Du musst also immer darauf achten, welche Angaben der Lizenzgeber dort macht. Dazu steht hier so einiges auf meiner Webseite. Ich habe hier dann auch so ein paar Links zusammengestellt, wo du kostenlose
Stücke bekommen kannst. Aber wie gesagt, immer gut auf die Lizenzbedingungen achten. Wenn dir das Ganze mit den Lizenzen jetzt zu kompliziert ist und du da lieber auf Nummer sicher gehen willst, weil du ein Video machst für einen Kunden oder ja einfach ein kommerzielles Video, dann empfehle ich immer, den sicheren Weg zu nehmen. Und zwar tatsächlich eine Lizenz zu kaufen. Die sind nicht sehr teuer, das geht also schon bei ganz kleinen Beträgen los. Und dafür empfehle ich eigentlich als erste Webadresse audiojungle.net. Du kommst dorthin, indem du entweder hier über meine Webseite auf diesen Link klickst oder klick jetzt einfach hier ins Video rein. Ich verlinke das hier einfach mal kurz oder ich setze den Link auch unter das Video, dann kannst du auch da klicken. AudioJungle bietet, wie gesagt, jede Menge Musiktitel, all verschiedenster Stilrichtungen, die du hier aufgelistet findest, aber auch ja, andere Sortierungen, hier zum Beispiel Popular Files, das sind die beliebtesten, die also am häufigsten gekauft werden, die auch am besten bewertet werden. Darüber kann man also hier Musiktitel einkaufen, was hier bei AudioJungle eigentlich auch ganz cool ist. Du kriegst jeden Monat auch eine kostenlose Lizenz, Free File of the Month. Und das empfehle ich dir auch da jeden Monat mal abzuholen oder zumindest mal reinzugucken. Mach das mal hier Stopp, damit uns die Musik nicht stört. Das sind natürlich immer Titel, die man jetzt gerade nicht gebrauchen kann, aber es macht schon Sinn, sich da auch eine kleine Bibliothek zusammenzustellen. Irgendwann brauchst du das vielleicht doch mal und dann hast du es halt. Dafür musst du hier oben über Create einen Vato-Account dich anmelden. Und wenn du hier als Nutzer angemeldet bist, dann kannst du jetzt zum Beispiel in diesem Monat diesen Titel kostenlos bekommen. Das funktioniert übrigens auch für andere Dinge, nicht nur für Musiktitel, sondern auch für Video-Templates, was wir hier bei VideoHive zum Beispiel finden. Und auch hier gibt es zum Beispiel dann immer ein Free-File. Das sieht in dem Fall jetzt zum Beispiel so aus. Hier könnte man jetzt eigene Bilder und eigene Texte einfügen. Das wird mit After Effects gemacht. Wenn du mit After Effects nicht zurechtkommst, findest du im Internet immer jemanden, der dir das macht. Du kannst auch mich fragen, ich mache das zum Beispiel auch, dass man solche schicken Templates hier dann halt anpasst und seine eigenen Filme oder Fotos oder Texte hier einbaut. Aber das nur mal am Rande, wir sind ja eigentlich beim Thema Musik und wollen uns anschauen, wie wir einen schicken Musiktitel in unsere Videos bekommen. Hier auf der Webseite findest du auch hier, weil wir gerade noch beim Thema Free File waren, auch Grafiken, Fotos und also das ist wirklich eine sehr, sehr ergiebige Quelle für alle möglichen interessanten Dateien, die man so ja, beim Gestalten, beim Arbeiten mit Videos und Webseiten gebrauchen könnte. Okay, das mal am Rande. Ich werde jetzt mal einfach noch mal kurz einen Titel in mein Video einfügen. Wir nehmen mal hier einfach einen von Kevin MacLeod. Ich mache da jetzt mal gar nicht so viel Tralala drumherum und wir schauen mal einfach nur ganz kurz, wie das nochmal hier funktioniert. Ich starte das mal. Die Musik ist zu laut, der Sprecher ist zu leise. Hier können wir das ändern. Einmal hier die Musik leiser stellen. Das weckt Interesse, denn Menschen lieben es, andere. Und hier könnte man noch die Sprecherlautstärke einstellen, die ist jetzt schon auf Maximum, mehr geht nicht. Und soweit funktioniert das. Dafür gibt es die Software Sparkle. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dir zeigen wollte. Ich lasse es jetzt mal noch bis zum Ende durchlaufen. Und jetzt weißt du, wie du Musik einfügen kannst, wo du Musik herbekommen kannst. Und im nächsten Video, da zeige ich dir dann noch, wie du radieren kannst, was ja ein ziemlich cooler Effekt ist, wenn man jetzt in einem Video was zeichnet, das wieder wegradiert und dann was anderes drüber zeichnet. Das erhöht definitiv die Aufmerksamkeit, ist so ein kleiner Hingucker. Und im letzten Video dieser kleinen Reihe, da zeige ich dir dann noch, wie du diesen kompletten Entwurf rendern kannst, wieso also das Ganze auch als fertige Videodatei dann abspeichern kannst und zum Beispiel bei YouTube hochladen kannst oder auch in einer anderen Produktion weiterverwenden kannst und so weiter. Also bleib dran, ich freue mich auf dich im nächsten Video.